Anschlussheilbehandlung nach der Krebstherapie. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn Sie eine Krebsbehandlung durchführen lassen müssen, wenn Sie zum Beispiel eine Operation hinter sich haben und Sie wissen, es steht noch eine Chemo bevor, dann sagen Sie vielleicht jetzt schnell nach Hause. Aber es ist durchaus möglich, dass Ihr Arzt Ihnen eine Anschlussheilbehandlung vorschlägt, eine AHB. Und über deren Sinn und Zweck sprechen wir jetzt. Bei mir ist Privatdozentin Dr. Georgia Schilling. Sie ist Chefärztin der onkologischen Rehabilitation an der Asklepios Nordseeklinik auf Sylt. Und sie ist leitende Oberärztin im Asklepios Tumorzentrum Hamburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Schilling. Danke. Sagen Sie uns, so eine Anschlussheilbehandlung, wozu ist das gut? Nach einer Tumoroperation beispielsweise, ich komme ja jetzt aus der Onkologie, ist man ja doch geschwächt durch große Operationen. Man liegt längere Zeit im Bett, kommt schwer wieder auf die Füße, hat dann mit einigen Problemen postoperativ zu kämpfen. Und das Ziel der Anschlussheilbehandlung in dem Fall ist, wieder die Mobilität für die Patienten herzustellen, wie sie am besten vor der Operation schon war. Das ist das Ziel der Anschlussheilbehandlung. Und unsere Hypothese ist, dass wenn Patienten eine Anschlussheilbehandlung vor einer geplanten Chemotherapie machen, die ja häufig im Anschluss an die Operation noch durchgeführt werden muss, dass sie in einem besseren Allgemeinzustand in diese Systemtherapie starten. Und wir wissen, je besser der Allgemeinzustand vor der Systemtherapie ist, vor der Chemotherapie ist, desto besser kommen die Patienten auch dann durch die Therapie selbst. Das ist unser Ziel, praktisch die Patienten wieder fit zu kriegen für diese weitere Therapie. Ich glaube, was man auch sagen muss, ist ja, dass diese so eine Chemo nicht direkt an die OP meistens anschließt, sondern dass die Onkologen dann ja auch sagen, oh, lass mal 4 Wochen warten zum Beispiel, nach der letzten, damit das wegheilen kann, die Darm-OP oder was auch immer vielleicht entfernt worden ist. Füllen Sie mit dieser AHB, füllen Sie dann mit der die gesamte Zwischenzeit aus bis zum Beginn der Chemo? Ja, es ist so, bei den meisten Tumorerkrankungen ist es so, dass man nach der Operation 6 bis 8 Wochen Zeit hat, bevor dann diese sogenannte adjuvante Therapie startet. Und diese Zwischenzeit, die können wir für die AHB nutzen. Die ist in der Regel zwischen 3 und 4 Wochen. Das heißt, sie passt eigentlich genau in die Lücke zwischen der Operation und der Chemotherapie. Und da finden wir, kann der Patient dann eben sinnvoll diese Zeit nutzen. Und er ist sicher besser behütet und wird mehr motiviert, wenn er das eben in einer AHB macht, als wenn er zu Hause ist. Zu Hause verfällt man ja doch wieder in seine Gewohnheiten. Man ist kaputt und müde, dann legt man sich lieber auf die Couch, als ein bisschen Sport zu machen. Und bei uns ist es dann halt wirklich so, dass die Patienten gefordert werden, je nach Leistungsstand und je nachdem, was sie auch dürfen. Nach einer großen Bauch-OP darf man jetzt nicht gleich wieder irgendwie schwere Gewichte heben, aber man kann den Oberkörper trainieren, man kann die Lunge entfalten. Wir haben was, das nennen wir Hockergymnastik, das findet auf Pezibällen statt. Also da wird die Bauchdecke entlastet, aber trotzdem werden die Muskeln im Oberkörperbereich oder auch im Beinbereich trainiert. Und diese Anleitung fehlt dem Patienten ja zu Hause. Und das ist der Vorteil der AHB. Ist das eine stationäre Zeit? Ja, das ist eine stationäre Behandlung, in der Regel zwischen 3 und 4 Wochen. Sicher auch ein großer Vorteil des deutschen Gesundheits- und Sozialsystems, dass wir das so anbieten können. Neben Österreich und der Schweiz sind wir eigentlich die einzigen in Europa, die solche stationären Angebote für die Patienten vorhalten. Also in ganz Skandinavien ist es völlig unbekannt. Die machen alles nur ambulant und es fehlt dann häufig so diese Multimodalität. Also wir reden ja nicht nur über die körperlichen Kräfte, sondern auch über die psychosozialen Ressourcen, die wieder aktiviert werden müssen. Und dafür haben wir dann auch unsere Spezialisten in der stationären AHB. Ja, genau. Wir suchen uns mal ein Beispiel, zum Beispiel eine Lungenkrebspatientin, die sich jetzt ja fragen würde, warum soll ich denn da jetzt wieder stationär mich aufnehmen lassen? Was könnte der Erfolg sein für die Frau? Ja,
Ich blicke mal auf ein Beispiel aus meiner jüngsten Erfahrung zurück auf Sylt. Da hatten wir eine Patientin, die hatte eine sehr, sehr ausgedehnte Tumoroperation in Harburg und ist dann zur AHB nach Westerland gekommen, noch im Krankenwagen, ist von den Sanitätern im Rollstuhl reingeschoben worden, hatte ein Sauerstoffgerät dabei, ein mobiles, war also komplett abhängig von ihrem Sauerstoff, von dem, dass sie jemand unterstützt. Und schon nach einer Woche hat es die Patientin geschafft, am Rollator zu gehen. Das war schon ein Riesenerfolg, da habe ich mir schon gedacht, wow. Mhm. Und als sie gegangen ist, nach 4 Wochen, wir haben eine Woche Verlängerung bekommen vom Kostenträger, konnte sie 2 Etagen Treppen steigen und zwar ohne Sauerstoffgerät. Mhm. Also das war ein wahnsinniger Erfolg für die Patientin, weil die war auch wieder selbstständig. Die konnte dann auch selbstständig nach Hause fahren, nicht im Krankenwagen. Mhm. Die hat wieder Luft bekommen und die hat 2 Tage nach Beendigung dieser AHB-Maßnahme dann ihre Chemotherapie angetreten. Ja, ich glaube, also bevor wir noch andere Dinge besprechen, auch die während dieser AHB bei Ihnen dann stattfinden, diese Chemo, also man weiß ja, die schwächt das Immunsystem meistens und sie hat Nebenwirkungen, aber ich glaube, was man auch nicht so genau im Kopf hat, ist, dass sie für sich genommen ja auch schwächt und dass man deshalb, je besser man drauf ist, umso besser da durchkommt. Ist das so? Ganz richtig. Je besser die Kräfte da sind und natürlich jetzt bei den Lungenkrebspatienten, je besser auch die Lunge schon beweglich ist und je mehr Luft die bekommen, desto besser durchlaufen sie dann hinterher auch die weitere Therapie. Wenn man also zum Beispiel als Darmkrebspatient zu Ihnen kommt, was würden Sie dem Krebspatienten dann anbieten? Also bei den Darmkrebspatienten kommen ja noch andere Sachen dazu. Da geht es jetzt weniger um die Lunge, wobei die auch eine Rolle spielt. Das ist immer ein Teil der Therapie, auch die Thorax, also die Oberkörpermuskulatur zu stärken. Bei den Darmkrebspatienten geht es natürlich viel um Ernährung. Wie ernähre ich mich richtig? Manche Patienten sind inkontinent, manche haben mit Durchfällen zu kämpfen. Wie kann ich meinen Darm erziehen? Beckenbodentraining beispielsweise ist da ein Stichwort oder Inkontinenztraining. Also was kann ich selber dazu beitragen, um alles wieder zu kontrollieren nach so einer Operation? Und bei Ihnen sind ja auch Psychologen oder Psychiater im Einsatz? Ja, das sind Psychologen und wir haben auch einige Psycho-Onkologen, also die jetzt speziell mit den onkologischen Patienten umzugehen wissen. Und das hat auch seinen Sinn, weil wenn Sie sich vorstellen, Sie kriegen die Diagnose, dann geht ja alles erstmal relativ schnell, sag ich mal. Sie kommen ins Krankenhaus, haben eine große OP hinter sich. Man hat überhaupt keine Zeit, das zu verarbeiten. Was heißt das für mich? Was heißt das für mein Berufsleben? Was heißt das für meine Familie, für den Partner, für die Kinder? Das kommt ja oft erst in der Phase, wenn die erste Akutbehandlung vorbei ist. Und deshalb legen wir da auch einen ganz großen Schwerpunkt natürlich drauf, auf die psychologische Stärkung der Patienten, dass die wieder mit allem zurechtkommen, dass die Coping-Strategien an die Hand bekommen. Also wie kann ich das Trauma durch die Erkrankung verarbeiten? Das bringt mich auf etwas, was, glaube ich, häufig vorkommt bei Krebspatienten. Das ist das Thema Fatigue, also heißt ja eigentlich Müdigkeit. Ja. Fatigue, aber Müdigkeit beschreibt es, glaube ich, nur zum Teil. Könnten Sie uns näher sagen, was das ist? Genau, also es kommt aus dem Lateinischen, heißt tatsächlich Müdigkeit, Erschöpfung, aber also es ist einmal die körperliche Erschöpfung und Müdigkeit, die natürlich durch längeres Liegen entsteht, durch Muskelabbau, durch Immobilität, aber Fatigue ist mehr. Fatigue bedeutet auch emotionale Müdigkeit, also geistige Müdigkeit, Konzentrationsschwächen, an Grenzen stoßen. Also das ist so eine Mischung aus körperlichen Symptomen, aber auch psychischen Symptomen. Also ich vergleiche es immer gern mit einem Burnout. Also das ist ja auch nicht nur die Müdigkeit an sich, sondern das ist auch diese ganze psychische Verfassung, die leidet. Und da spielen natürlich unsere Psychologen auch eine ganz wesentliche Rolle. Mhm. Um bei dem Thema Fatigue zu bleiben, ist das so wie eine Depression oder liegt das daran, dass eine Chemo die Zellen tötet oder ist das was in der Mitte? Also ganz wichtig ist mir, es ist keine Depression. Mhm. Also manches ist ähnlich. Die Patienten leiden unter Antriebsschwäche,
Es kommen auch negative Gefühle ins Spiel, weil man an seine Grenzen stößt oder weil man sozial isoliert wird durch diese Symptomatik. Aber eine Depression geht viel weiter, geht viel darüber hinaus. Und Antidepressiva zum Beispiel würden bei einer Fatigue-Behandlung auch gar nichts bewirken. Also es ist sehr, sehr wichtig, die Patienten nicht da in die Ecke zu drängen, sie sind jetzt in einer depressiven Stimmungslage. Das finde ich sehr falsch, weil Fatigue ist was ganz anderes und wird auch anders behandelt. Und deswegen ist mir wichtig, da auch eine scharfe Trennung zu finden. Wie würden Sie die denn behandeln? Ein ganz wichtiger Teil oder der essentielle Teil schlechthin ist Sport und Bewegung. Ist schwierig, weil der Patient fühlt sich körperlich kaputt und dann kommt der Arzt und sagt, immer dann, wenn du dich schlecht fühlst, musst du um den Block laufen. Das ist natürlich ganz schwierig, aber jetzt stellen Sie sich das vor, Sie müssen das alleine machen. Sie haben keinen Motivationstrainer zu Hause. Sie müssen ja Ihr eigener Motivator werden im Laufe der Zeit. Und dafür ist dann auch die AHB gut, einfach um dem Patienten das beizubringen, Sport und Bewegung, das muss gar nicht so viel sein, erstmal in ihren Alltag zu integrieren, damit die dieses positive Erlebnis haben. Das ist ein Teil der Behandlung. Ein anderer Teil ist Entspannen. Wir entspannen alle falsch. Wir machen viel zu wenig Pausen oder wir nutzen die Pausen nicht bewusst. Das heißt, bei uns lernen die Patienten auch Entspannungsverfahren, damit sie ihre Pausen nutzen können, damit sie mal richtig runterfahren können, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist. Wir essen oft vorm Computer, nebenbei ist dann unsere Mittagspause völlig falsch. Und bei Patienten mit Fatigue-Symptomatik natürlich noch mehr von Wert, diese Pausen richtig auszunutzen. Diese Fatigue, bekommt man die während der Behandlung oder kann die auch viel später kommen? Ja, also die meisten, sage ich jetzt, bekommen das schon während der Behandlung. Das geht in einen Bereich von 90-99%. Manche verspüren eine Art Fatigue-Symptomatik schon vor der Diagnose. Auch das kann der Fall sein. Und viele, viele haben es dann eben auch noch über Monate und manche auch über Jahre hinterher. Ist denn dann eigentlich so eine goldene Regel, dass man sagt, es ist eine besondere Zeit, in der man sich befindet, durch diese ernsthafte Krankheit und Diagnose, ja, und dass man deshalb mehr auf sich persönlich hören muss? Denn also man sagt ja eigentlich, oh komm, jetzt stell dich mal nicht so an, jetzt mach das mal, das geht schon vorbei. Ja, das ist richtig. Das ist aber, glaube ich, falsch. Man muss erst mal wissen, dass diese Erschöpfung und Müdigkeit Gründe hat durch die Therapie, durch dieses psychische Trauma einer lebensbedrohlichen Erkrankung. Das ist unsere Theorie momentan, dass das Fatigue auslöst. Vielleicht auch Entzündungsprozesse im Körper, die auch bei einer Tumorerkrankung ja eine Rolle spielen, dass das Immunsystem geschwächt ist. Da wissen wir aber noch zu wenig, da ist die Forschung noch nicht weit genug. Also man muss wissen, woher kommt es. Man muss, glaube ich, auch wissen, wie heißt es eigentlich, was ich habe. Das ist meine Erfahrung auf Sylt, dass ich dann einen Fatigue-Vortrag halte und dann kommen hinterher manche Patienten und sagen, danke, endlich weiß ich, was mit mir los ist. Also viele realisieren das gar nicht. Manche denken, ja, das ist ganz normal und ich muss jetzt hier dagegen ankämpfen. Aber dagegen ankämpfen ist nicht alles. Man muss auch lernen, damit umzugehen. Und das ist wiederum dann die Aufgabe unserer Psychologen und Psychologinnen, das in so psychoedukativen Gruppen dem Patienten beizubringen, damit umzugehen, Energietagebücher zu führen, Prioritäten setzen, delegieren lernen. Das sind ja alles Eigenschaften, die uns nicht immer in die Wiege gelegt werden, aber das ist für diese Patienten extrem wichtig dann. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Danke. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!